So, weiter geht's. Ich bin wieder mal in ein Event reingelaufen. Das ist nur Justins Schuld. Was? Ja. Ich weiß nicht, wie ich diese Person sprechen soll. Sie sagen mal, dass er ein alter Mann ist und erstmal heißt er Paradox. Und dabei gibt es dann noch die beiden Duellanten, die Para und Dox heißen. Und das ist echt schlecht durchdacht, finde ich. Ausgezeichnet. Nicht schlecht, dass ihr es so weit gebracht habt. Ihr, ich bin alleine. Um weiterzukommen, müsst ihr allerdings den Ausweg aus diesem Irrgarten voller Wege ohne Anfang und Ende finden. Und die unendlichen Pfade zu sehen benötigt ihr ein Licht, aber keine gewöhnliche Lampe. Ihr braucht das Licht der Geister. What? Ja, ihr müsst unseren Pfad mit Geisterkarten erleuchten. Die Karten, die den Geist anderer Duellanten verkörpern. Haltet sie gegabelt über euch, dass sie euch den Weg erhellen mögen. Aber sprecht nie von ihnen. Gewinnt die Geisterkarten fair. In Duellen nichts anders. Ja, mit Safe States. Ich kann einfach rein, ne? Ja, ich kann einfach rein. Willkommen, Alex, mein Kleiner. Oh nein, es ist Pegasus. Na, mal sehen, wie weit ihr auf dem endlosen Pfad gelangt. Eure bisherigen Gegner. Ich habe ihre von der Niederlage schweren Geister genommen. Und als diese... Ich habe einen Weg gefunden, um Justin zu quälen. Arschloch. Die sind nicht zu schlagen. Viel Spaß. Ah, Trollololol. Okay. Und da ist Bons. Ich habe nicht vergessen, dass ich gegen dich verlor. An mir kommst du nicht vorbei. So, und jetzt können wir hier irgendwelche miesen Antikarten setzen. Ich habe gar keine mehr. Also Kuribo. Nimm Exodia. Nimm Exodia. Zack. Oh. Oh, sie haben 10.000 Lebenspunkte. Ich meine, das ist doch voll fair, ne? Ach, nur 10.000. Alter, übertreib. Das ist so richtig assi, das Spiel, oder? Ah, wieso? Falle war! Leck mir am Arsch. Lol. Hier haben wir nur so ein Monster, ne? Komm. Alter. Nicht lustig. Die haben aber auch einen Arsch offen, oder? Und wieder, das ist, ist nicht mal der Endboss, das sind irgendwelche Zwischengegner noch. Das sind die, keine Ahnung was. Ja, das sind irgendwelche Zwischengegner. So, die Vorbereitungen. So, ja, so random Gegner sind das einfach. Sehe ich, random Gegner. Boah, ich habe 5 Angriff mehr. Fuck, das sind 5 Lebenspunkte ab. Was hart. Oh, und mystische Schwerter. Und ich habe keinen Monster im Angriff, nicht verloren. Nein. Und ich dachte, du wärst gut. Also das Spiel ist auf der größte Fick, Alter. Warum spielst du es dann? Nur weil ich den Vorteil gespielt habe? Ja, weil ich dir versprochen habe. Guter Grund. Weil ich ein netter Mensch bin und es dir versprochen habe. Wieso, du hast gedacht, ach komm, ich spiele bei Yu-Gi-Oh! Und dann dachte ich mir auch, ich hätte das vor dir. Dann habe ich ein anderes Spiel, Let's Play von Yu-Gi-Oh! Dann meintest du auch, ja, geil, dann das play ich dann das andere Yu-Gi-Oh! Spiel. Nein, ich hatte eh noch das andere, ich hatte nur das hier. Oh. Ein anderes hätte ich gar nicht gehabt. Das, was du hattest, die heiligen Karten. Tja, und was die Dreckskarten? Oh, verräterische Schwerter. Oh. Netz. Haben wir auch noch gar nicht gesehen. Ja, und jetzt kann er natürlich auch seine Monster opfern und so und sich... Ja, genau, jetzt kommt das. Jetzt pimpt er sich natürlich mega auf. Oh Gott, ich kenne das Schwertvieh, Alter. Alter. Das ist dann einfach von 2800 mal eben, ne, wegen dem Feld auch noch. Aber gegen Feuer müsste es doch nicht... Ach ne, das ist ja... Ist das für ein G? So, jetzt habe ich das Feld mal ein bisschen geändert. Props an dich.
Ah, 2600 Verteidigung. Danke sehr. I see. Arsch, er greift hier nicht mal an. Fallgrube. Danke sehr. Boahaha. Jetzt wird er verlieren. Jetzt hast du ihn an den Eiern, ne? Ja, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ja, und er hat kein Monster, was er spielen könnte. Jetzt hast du ihn an den Eiern. Mit meiner Lieblingskarte werde ich es beenden. Kaltischer Wächter. Gewonnen. Hey, Party, Party. Nein, ich krieg mir auf den Scheiße. Okay, das kann ich. Aber nimm doch meinen Jinzo, danke. Er repräsentiert die Geister. Ich bekomme Jinzo. Ein Jinzo erhalten. Was ich gut finde. Ich hätte nicht gern einen Jinzo. Weil Jinzo ist eine richtig geile Karte. Von der Stärke her. No homo. Hey, what? Wen soll ich rausnehmen? Großes Mammut von Goldfine oder den schwarzen Drachen-Dschungelkönig, der ist ein bisschen schwächer, oder Drachenfluch? Schwarzen Drachen-Dschungelkönig. Okay, Angriff. Jetzt irgendwo. Ich hätte, könnte übrigens auch Slifer, wenn ich wollte, reinpacken oder hier. Torwächter. Warum nicht? Oh, packst du da mal einen Slifer rein? Absolut, Slifer. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich müsste so ein komisches Event hätte ich aktivieren sollen. Dass Tristan zu so einem komischen Affen. Dieses Affen-Tristan erscheint. Was habe ich irgendwie nicht gemacht? Keine Ahnung. Affen. Du leckst wie sonst was gerade. Wie ist das nochmal? So, dann könnte ich jetzt hier gegen meinen Valentine antreten. Das mache ich auch mal. Aber ich habe mein Lebenspunkt. Sie ist aber nicht my Valentine. Ja, ich habe mein Lebenspunkt nicht aufgeheilt, deswegen werde ich wahrscheinlich vorne voll auseinandergenommen. Nimm den Kneck hier. Genau. Und die Säurefallgrube. Oh, Insta-Death. Oh, durchgefahren. Zieht ja glücklicherweise noch ein bisschen was. Du hast Ra auf der Hand. Ja. Und wir sind noch ein bisschen stärker geworden. Besieg sie mit Ra, besieg sie mit Ra. Kann ich gar nicht, der braucht drei Opfer. Ja, ich weiß. Deswegen ziehst du nur ein Viech rein. No. Okay. Takuhe, den habe ich schon. Alex, du versuchst da, es mit etwas Gigantischem aufzunehmen. Ich spüre es, aber sehr unbesorgt. Unser Geist, als du landen, hat sich vereint. Auch wenn wir getrennt sind, schlagen unsere Herzen wie eins. Sex. Dies ist die Flügellady. Bla 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 bla. Nimm sie mit. Ja, das Spiel kenne ich. Name. Unter F wie Flügellady. Oder auch nicht. Sie heißt wahrscheinlich einfach Harpier. Nein, ich sollte vielleicht unter Stamm gucken, nicht unter Deck. Ich wundere mich schon. Flammenschwert. Flügellady. Ich habe die stärkere HP hier, ne? Ja. Ja, warte, guck hier. Die hat 1300 Angriff, 1400 Verteidigung. Aber es gibt noch eine zweite Version und die habe ich in meinem Deck. Und zwar ist das die Cyber HP hier. Die hat 1800 Angriff. Ja, die kenne ich, die habe ich auch gehabt. Die hat einfach mal 1800 Angriff und nicht 1400 oder 1300. Ja, die ist auch voll lame, die andere. Ja, vor allem, weil sie denselben Effekt hat. Also, dann halte ich mich hier mal hier schnell auf. Und dann geht es zu Bonsema.
Der Franzose, Karim der hier. Bombs. Der immer. Wir gehen jetzt zu den Galapagos-Flossinseln. Und hier sind auch ein paar Leute. Weevil Underwood zum Beispiel. Weevil, ja. Ist er gut? Ist er schwach? Ich weiß es nicht. Nicht gut. Ja, aber. Ich komme jetzt sofort wieder. Okay. Wir opfern hier einen Schleim und rufen Yamimakai. Mit 2600 Angriff und einem Monster zum Opfern ist es eines der richtig geilsten Monster hier im Spiel. So, dann haben wir hier noch unseren riesen T-Rex. Tja, und schon geht er in die Defensive, weil er keine Chance mehr hat. Und Yamimakai erledigt das. Oh, ich habe noch einen Kokon der Evolution erhalten. Oh, meine Königin. 5-5-5. Ich wusste, dass du deinen ganzen Geist einbringst. Das war mir von Anfang an klar. Ich konnte dich nicht besiegen, weil ich nicht gut genug bin. Hier, nimm das mit. Meine Geisterkarte, die Insektenkönigin. Eine seltene Karte, eigentlich zu gut für dich. Aber wenn du sie als meinen Geist betrachtest... Ah, was für eine Verschwendung. Ich habe eine seltene Karte an dich vergeudet. Na los, geh mir aus den Augen. Ja, dann werde ich wahrscheinlich... dich rausnehmen und nochmal den Kokon reinpacken. Oder vielleicht die Insektenkönigin, ich weiß es nicht. Pack ich die Insekten... Na, die Insektenkönigin ist nicht so toll, dafür brauche ich schon ein Insektendeck. Was? Ich kann ihn nur einmal reinpacken. Wie traurig. Das ist echt schade. Wie packe ich ihn dann noch rein? Ah, Sprengbereich. Und kämpfen jetzt gegen Marco Tsunami. Und hey, wir bekommen wieder ein paar sehr nette Karten. Und werden hier erstmal unsere Lebenspunkte ein bisschen auffrischen. Ah, verräterisches Schwert ist okay. Ah, ich bin an der Reihe, danke. Und ihn könnte ich auch noch gleich bringen. Ich bin an der Reihe, ja. Oh, er hat den Monster gestärkt und er hat den Monster nochmal gestärkt und... Wow, 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 wow. Ja, ich kann immer noch nicht angreifen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Alle Monster werden zerstört, das war klar. Und zack, du kommst weg und jetzt greife ich dich mal an. Machen wir dich erstmal ein bisschen schwächer. Ja, gut. Kann man machen. Ja, das ist eigentlich immer so klar. Habt ihr noch mehr Fallen? Danke. Nee. Die übertreiben das teilweise mit den Fallen. So, jetzt haben wir Yamimakai. Jetzt geht's mir wirklich an den Kragen. Ja, er hat verloren. Denn auch wenn hier Sprengbombe XYZ nicht so stark ist, Yamimakai erledigt das schon. Amphibische Bestie. Oh. Weil wie viel Opfer braucht die? Eins? Die brauchen nur ein Opfer, ne? 2400 Angriff ist ein Wassermonster. Ist gut. Mein Geist ist jetzt bei dir. Beide sind durch unser Duell vereint. Wie das Meer
rund um die Welt eins ist. Warte, nimm auch meine Geisterkarte. Es ist der legendäre Fischer. Sobald du Furcht zeigst, fährt das Meer seine Krallen aus. Es ist wie Duellieren. Schreite furchtlos voran. Den legendären Fischer haben wir erhalten. Deck. Angriff. Wen nehme ich denn raus? Wie viele Dämonenmonster habe ich denn? Ich muss mal erstmal jetzt nach Typen gucken. Toll, das ist jetzt hier alles Drache. Ich meinte eigentlich nach anderen Typen. Menge? Nein. Kosten auch nicht. Rufen. Ja, danach. Dämon, 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 Dämon. Tschüss. Der ist so stark. Und hier unten kommt dann irgendwo Wasser, aber wir gehen dann lieber auf Angriff und irgendwo hier ist dann 2000. Oder bisher war ja 2400. Ja, ist schon nicht schlecht. Dann heilen wir uns nochmal schnell. Und mal schauen, ob Justin auch nochmal wiederkommt. Dann gebe ich nämlich jetzt nochmal nach Ägypten. Ja, wir sollten ja immer mal wieder vorbeischauen, meinte Marek, ja. Gut, kann ich jetzt mal gegen dich kämpfen, Marek? Ja, komm. Gibt's mal ein Duell gegen Marek nochmal zum Schluss. Oh, nette Karten. Ha, war nur menschlicher Schleim, den er hat. Zack, kriegt er direkt einen für. You can't defeat my monster. Ja, Marek ist jetzt nicht ganz so stark. Ja, Fassiner Kreis geht ein bisschen auf die Nerven. Gebe ich dazu. Und das war Glück. Oh. Das feindliche Monster mit dem höchsten Angriff wurde zerstört. Und das überlebt er auch noch, der nette Marek. Jetzt hat er noch 1300 Lebenspunkte. Und geht schon in die Verteidigung. Und hier holen wir unser Kokon raus und... Ja, es ist das Monster mit 2000... Verteidigung. Was auch immer du vorhast, du hast jetzt verloren. Und wir besiegen dich mit dem Stolperdrahtbestienviech. Harpyes Bruder haben wir erhalten. Hey, 1800 Angriff, kein Opfer. Der kommt gleich mit rein. Und zwar für... Für... ja, ich würde sagen, für ihn hier. Nach Namen und dann H wie Harpyes Bruder. Da habe ich ihn auch schon gesehen eben. Eine Götterkarte gab es von Marek nicht. Da muss ich schon nach Kanada. Aber das mache ich erst im nächsten Part, Leute. Wir sehen uns bis dahin und ciao.